So, da sind wir wieder, weiter geht's. Party, Party, Party. Danke fürs Reviven. Gerade die Folge beendet. Oh, das zieht mir ja gar nichts ab. Voidschaden ist nicht so geil hier, oder? Ich wechsle mal Frostschaden. So. Das ist auch nicht geil. Braucht man gegen die Solarschaden? Ist ja unerhört. Feuer. Ja, okay. Hab ich halt nur Schrotflinten. Ah ne, warte mal, Fusion Rifle. Feuer. Ah. Ah, Schrotflinte und Raketenwerfer. Okay, bin auf Feuer. Ich bin mehr dran. Schade, warum nicht? Hier nur Munition. Oh Gott, ey. Du droppst dir selbst Items. Keine Munition mehr. Nice. 800 Schuss verballert schon. Die Schrotflinte war. Ah, das ist ja wirklich furchtbar mit dem Ding. Jetzt sind ja die Schrotflinte was klein kriegen. Ja, dann habe ich nur noch eine 224er Sniper. Die Solarschaden macht. Warte mal. Mach halt dein Schild mal. Ne, wobei, das bringt ja nichts. Ich habe jetzt gewechselt Fusion Rifle und MG. Weil ich halt nur ein blaues MG, das ist so gut. Wieso, der Neon kann da rausgehen, wenn er reinkommt. Ja, warte, ich geb dir. Mach ich das überhaupt? Boot Fire Team Member, Remote to Leader. Achso, sorry, warte mal, jetzt hab ich einen falschen gemacht. Jetzt hab ich Neon gemacht.
Sie wechselt auch die Reihenfolge. Jetzt werden wir gekickt, weil wir beide gestorben sind, weil wir zu schlecht sind. Genau. So, dann viel Spaß, Cyflux. Spiel mal alleine weiter. Xbox Launch. Oh mein, die ganze Folge schon im Arsch. Oh, wie schlecht das ist. Fusion Rifle und MG jetzt. Erinnert mich mal dran, kurz vor Schluss, dass ich Waffen wechsle. Das ist das falsche Level. So let's get to taking out their command, one by one. Valus Ta'arik. From what I can gather, he commands the siege dancers from an Imperial land tank outside of Rubicon. He's well protected. But with the right team, we can punch through those defenses, take this beast out and break their grip on Freehold. Boah, ist mein Raumschiff hässlich. Ich wurde gefunden in der Kiste auf dem Mond. Man muss Raumschiff wechseln. Kann man das nicht reingeht. Laughing behind your back, das ist eh viel geilere Name. So, ich lauf mal Amok. Deckt ihr mich? Einen großen. Kann ich ja nicht. Keine Sniper. Ich habe jetzt einen Fusion Rifle. Ich kann halt den Karl-Heinz da mit einem Schuss das Schild wegballern. Du mal stehen, du Hanswurst. Das ist eine Tischambruch. So. Ja, dafür wäre nicht der Tank das Beste, weil dann kannst du mich oben gegen die Wand feuern, ohne dass das Risiko läuft zu sterben. Ich habe, glaube ich, mal einen Tank. Picking up another one of his lieutenants heading this way. Hä, wieso wird mir da ein Damage Indicator angezeigt? Ah, ja, ich verschwinde mal. He's in a tank. Ach so, das war's schon. Da haben wir schon die zwei gekillt. Soll ich runtergehen mit dem Tank oder soll ich hier oben bleiben? Kann ich aussuchen. Okay. Mir ist das egal. Hä? Zieht überhaupt nichts ab mit dem scheiß Tank, kann das sein? Oh, null. Hä, wie scheiße ist das denn? Ich mach die Kleinen erstmal weg. Ja, die machen überhaupt nichts. Wie behindert ist denn die denn wieder? Jetzt laufen sie weg. Das bringt ja nichts, das bringt ja nichts. Ah doch, jetzt mal schauen.
Oh, aber ordentlich Schaden. 5 oder 6 Mal treffe ich ihn. Nein! Alter. Hey, Hammer. Oh fuck. Oh, das war knapp. Keine Energie mehr. Jawohl. Sehr schön. Mehr dazu in der nächsten Folge von Weekly Nightfall Strike. Servus.